Hi, ich bin Marty Fischer und heute geht es ein bisschen ins Englische, ins Darkwavige. Wir betreten die Welt von Depeche Mode. Die Band hat sich 1980 in Ostengland gegründet, bestehend aus drei sehr musikalischen Menschen. Martin Gore am Keyboard, Andrew Fletcher am Keyboard und Vince Clark am Keyboard. Stellt euch mal vor, da kommt so ein Produzent rein und sagt dann so, guten Tag, wo ist euer Bassist, euer Gitarrist und der Schlagzeuger? Und die drei Keyboard-Heroes gucken sich so an, nicken sich so zu wie in so einem Actionfilm und dann... Wie sich aus dem übersichtlichen Instrumentarium ableiten lässt, die drei haben so Synth-Rock bzw. Synth-Pop gemacht und hatten so wunderbare Ideen für Bandnamen wie No Romance in China. Danach hießen sie French Look. Danach Composition of Sound. Bis dann der Sänger Dave Gahan dazu kam und gesagt hat, seid ihr bekloppt? Hier, guck mal, so. So nennen wir uns. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier so ein französisches Modemagazin ist, wo oben Depeche Mode draufsteht. Und so haben sie sich dann genannt und... war ein Erfolg. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und zwar so hart, dass Depeche Mode mit Sony Music am 3. Dezember 2021 eine völlig überarbeitete HD-Version des legendären Dokumentationsfilms 101 nochmal herausbringt. Und zwar in einem insgesamt 5 Discs umfassenden Boxset mit einer Blu-ray, 2 DVDs und 2 CDs. Also so, ich habe nicht mitgezählt. Wie ihr an den 5 Fingerchen seht, es ist noch ein bisschen Zusatzmaterial dazugekommen in diesem Set. Also ein wirkliches, das ist ein Sammlerstück oder vielleicht für neue entstehende Depeche Mode Fans einfach unverzichtbar. Alle Infos dazu natürlich in der Videobeschreibung und weiter geht's. Depeche Mode, habe ich schon vorhin gesagt, gibt es seit den 80s und damals waren sie so ein bisschen, ja, sagen wir mal, experimentell in ihrer Komposition, aber doch auch tanzbar und ziemlich groovy. Der Titel Just Can't Get Enough vom Album Speak and Spell von 81 ist auf jeden Fall einer der großen, großen Hits aus der Zeit. In den 90s, also genau 1990, kam das Album Violator mit Enjoy the Silence, was auch wieder ein so krasser Hit war und immer noch ist. Dann die 2000er. Auf dem 2005 erschienenen Playing the Angel ist Precious drauf. Und der lief ja auch damals im Radio rauf und runter. Also bis heute auch wieder so ein ja, also zusammengefasst, viele, viele tolle Songs auf vielen tollen Alben. Aber der 90s-Sound, der hat es mir am meisten angetan. Und durch den gehen wir jetzt gemeinsam. Drums. Ich habe ja schon gesagt, das ist alles immer so ein bisschen experimentell bei Depeche Mode. Die testen Sachen aus. Und damals war es eben das meiste aus so Keyboards, Drum-Samplern und so hast du nicht gesehen. Bis auf ein Tambourin, was ich persönlich eingespielt habe, ist alles aus Samplern. Also entweder aus Drumcomputern oder aus irgendwelchen Keyboards oder sowas. Und dieser spezielle Groove setzt sich wie folgt zusammen. Wir starten mit einer Drum Machine. Dazu kommt noch eine Kickdrum. Und eine Snare. Ein kleiner Film mit vielen unterschiedlichen Snares. Eine weitere, viel härtere Kickdrum und eine knackige Snare. Ein Zappy-Zap-Sound. 2 Shaker rechts und links. Noch eine Snare wie ein Pistolenschuss. Und ganz wichtig, das Tambourin. Mann, ist das am Pumpen, da brauche ich jetzt unbedingt den Bass. Da habe ich so einen alten Roland Keyboard Sound genommen, der geht durch einen Bassverstärker durch. Bisschen gegen den Drum Groove, viele 16. Synkopen und das Ganze natürlich in ihrer Lieblingstonart, C-Moll. Schön düster. Schon mal nicht schlecht. Jetzt bräuchte ich sowas, was so wirklich für Depeche Mode steht. Moog Modular. Ah. Wenn ihr schon mal Jean-Michel Jarre gesehen habt, einen der Synthesizer-Pioniere, oder Felix Fuger mit seinem Modular-Synth im Hosentaschenformat, dann habt ihr bestimmt auch schon mal diesen schrankwandgroßen Synthesizer gesehen mit so ganz vielen Kabeln, die man in ganz viele Eingänge stecken kann. Und es sieht immer aus, als wären die Instrumentalisten so Mitarbeiter in so einem Callcenter der 60er Jahre. Aber aus dem Ding kommen eben so super slicke, geile Sounds raus. Ja, und die Jungs von Depeche Mode, die waren, und das hört man auch, die waren Kraftwerk. Fans. Die haben so ganz viel mit diesen Sounds, die haben die kopiert und das hört man vor allen Dingen an dem folgenden Sound. Den habe ich da auch ein bisschen mit eingebaut. Hey. Das ist schön. Soweit.
Da fehlt aber jetzt noch die Gitarre. Aber ich hab gedacht, die hatten nur drei Keyboards. Schon lange nicht mehr. Bei Depeche Mode stand vor allen Dingen eins ganz oben auf der Speisekarte, nämlich klangliche Vielfalt in Rahmsoße. Und deswegen gibt's also doch eine Gitarre. Die macht ja alles auch noch ein bisschen poppiger, was nicht schlecht ist. Die geht rhythmisch und tonal so ein bisschen mit dem Bass mit und liefert eben auch noch so eine raue Saite. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Emulator 2. Wenn überhaupt ein Sound für den 90s scheiße, wenn überhaupt ein Synthesizer für den 90s Sound von Depeche Mode verantwortlich ist, dann ist es der Emulator 2. Universeller einsetzbar war in den 90ern eigentlich nur der Thermomix und hätte man auf ihm nicht kochen können, man hätte auf jeden Fall auf ihm Songs produziert. Aus dem Emulator kommen diese unverwechselbaren Sounds, die heute untrennbar mit Depeche Mode verknüpft sind. Dieser ganz bestimmte Chor-Sound, den sie bei Enjoy the Silence auch untergebracht haben und den habe ich hier auch untergebracht. Yeah! Matrix 12. Schon wieder so ein komplexer Synthi. Den habe ich aber auch nur benutzt, um diese Lücke nach dem zu füllen. Und da habe ich so einen Fanfaren-Sound genommen. Klang gut. Ihr merkt schon jetzt, ne? Merkt ihr selber jetzt hier, dass das ist so Tetris-mäßig, sich so alles so verschichtet und verdichtet und das ist eigentlich schon fast fertig. Jetzt kommen wir nämlich zum Gesang. Und da sind wir wieder bei Dave Gahan, der so geil in seiner Baritonlage nölt, dass es einem den Rücken raufläuft. Rauf! Bei ihm kommt viel Hall auf die Vocals. Das ist lecker, das macht so eine schöne Räumlichkeit für die Stimme. Und somit wäre der Song eigentlich fertig. Aber Depeche Mode wären ja nicht Depeche Mode, wenn sie nach dem Chorus noch eine schöne Hookline auf der Gitarre gespielt, mit Synthi gedoppelt da noch hinten frisch servieren würden auf dem Goldtablett. Auf geht's in die 90s. Home was just a word to you. I did everything you wanted me to. You painted the walls surprisingly neat to hide what's underneath. Love, what did it mean? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte das Gefühl, das war Depeche Mode. Und nicht vergessen, Save the Date, 3. Dezember. Da kommt nämlich die erweiterte Boxset-Edition der Doku Depeche Mode 101 raus. Und die solltet ihr euch unbedingt holen, wenn ihr jetzt Fans geworden seid. Oder wenn ihr jemanden kennt, der oder die Depeche Mode schon lange mag und Fan ist. Wäre das nicht ein tolles Weihnachtsgeschenk? Hm? Alle Infos in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Vielen Dank Sony Music für Sponsoring dieses Video. Andere Sachen von mir gibt's jetzt hier noch zum Klicken. Ein Video und den Kanal zum Abonnieren. Tut das auf jeden Fall. Like das Video, schreibt einen Kommentar. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall heiß duschen zu Personal Jesus. Oh yeah.